Der Psalm liefert uns, ähnlich wie Psalm 95, aber natürlich von einer anderen Seite her, eine gesamte Anthropologie, ein Verständnis, wie versteht sich der Christ, wie versteht sich der Mensch vor dem lebendigen Gott. Deshalb steht dieser Psalm in den alten Ordnungen, auch in unserer hier, die wir verfolgen, jeden Morgen als erster Psalm in den Laudes. Wie findet sich der Mensch vor Gott vor? Ich will den eben schon erwähnten Angelus Häusling zitieren, der hat eine etwas komplizierte Ausdrucksart, die Sie hoffentlich nicht abschreckt. Ich sage es dann nachher nochmal mit jemand anderem. Ja. Die Situation ist klar, schreibt er. Zu Beginn des Tages steht die Selbstbesinnung des Beters, und die Einsicht, dass er Sünder ist, gottfern. Und zur geforderten Doxologie, also zur Lobpreisung Gottes, unfähig und unwürdig. Aber wenn er sich in die Rolle des großen Sünders und des ebenso abgründig begnadeten David begibt, wie dieser seine Gottferne bekennt, wird er wie David Gnade erlangen und fähig, wie er und mit ihm die Preisung auf Gott neu zu dichten und zu singen. Erst unter diesem Aspekt betrachtet erschließt sich der eigentliche Sinn der Eröffnung mit diesem Psalmvers, der überdies noch die für die Liturgie typische Stilform der Prolepse anwendet. Denn er ist ja nichts anderes als ein vorausnehmendes Zitat dieses traditionellen ersten Psalms in der Morgenhore, in dem die ganze Geschichte von Schuld, Bekenntnis und Begnadung des vom Herrn Erwählten anamnetisch gegenwärtig wird. Also indem ich es zitiere, wird es Gegenwart. Ich identifiziere mich als David, vielleicht nicht unbedingt in erster Linie als Ehebrecher oder als Mörder, aber doch als gottfern und damit unfähig für die Doxologie, unwürdig. Aber was macht David? Weshalb findet er in dieser Geschichte, in diesem Vorgang aus dem 2. Samuel-Buch, die Verzeihung Gottes? Er macht nicht dieses berühmte Spiel aus Genesis 2, wo das eine auf den anderen abschiebt, sondern das Großartige an David ist eben, dass er Erwählter Gottes ist, begnadet. Wir kennen ungefähr zumindest diese Davids-Geschichte. Dass er aber zugleich ein großer Sünder ist, aber diese Sünde nicht versteckt. Er geht damit nicht hausieren und sagt, boah, ich bin ein toller Kerl, ich kann auch jemanden um die Ecke bringen, das mache ich doch, wie ich will. Sondern seine Sünde erkennt und dann Buße tut. Es wird dann geschildert, dass er nur auf dem Boden schläft, dass er nichts isst, dass er total abmagert, dass sie sich schon drumherum Sorgen machen und sagen, jetzt ist er vollkommen verrückt geworden, ja, wie er sich hier aufführt. Ja. Aber David nimmt das ernst. David nimmt Gott ernst. Wir kennen diese Begebenheiten bei der Überführung der Bundeslade, wo David vollkommen außer sich tanzt vor der Bundeslade. Und einer seiner Bräute, ja, die Tochter Sauls, sich oben auf der Dachterrasse totlacht und sagt, der hat doch einen Knall, wie der sich aufführt. Er weiß ja gar nicht, dass er König ist, er weiß gar nicht, was sich gehört für einen König. Ja? Aber David lebt ganz in dieser Beziehung, in dieser intensiven Beziehung zu Gott, auch mit seinen Abgründen. Und das ist ja das, was wir in der Regel nicht tun. Wir sind zwar auch sündig, aber wir verstecken es, wir kaschieren es. Das ist heute sehr verbreitet. Es geht ja auch keiner mehr zur Beichte. Das heißt, dann sind die anderen schuld oder das ist irgendwie die Umgebung oder das ist die Gesellschaft oder das sind die Umstände oder das ist die Zeit. Also wir finden viele Ausreden. Es sind strukturelle Dinge, als hätte es die bei David nicht gegeben. Wir hören schon am Beginn der Geschichte strukturelle Sünde. Als Frühjahr wurde und die Könige in den Krieg ziehen. Also nach dem Motto, jetzt haben wir schönes Wetter, lass uns mal einen Krieg machen. Ja? Auch strukturelle Sünde. Das kann man alles als Ausrede gebrauchen. Tut David aber nicht. Sondern er stellt sich vor Gott und bekennt, was er getan hat. Es ist die einzige Möglichkeit, es loszuwerden. Es ist die einzige Möglichkeit, Verzeihung zu finden. Man könnte diese Geschichte und diesen Psalm, wenn man so will, auch als eine Art
Beichtkatechese sehen. Denn nur wer bekennt, was er getan hat, wird los, was er zu bekennen hat und was er getan hat. Wir wollen ein wenig nach den ersten Worten schauen. Sei mir gnädig oder erbarme dich. Gerade weil es auch dieses Jahr das heilige Jahr der Barmherzigkeit ist, der Misericordia Gottes. Ich habe das schon in einigen Predigten immer wieder erwähnt, aber es lohnt sich, das noch einmal vertieft anzuschauen. Das geht auf Augustinus zurück und später wird es Bernhard aufgreifen in seinen Predigten. Wie das ist, dass sich das Herz hingezogen fühlt zur Not. Also Cor, das Herz, fühlt eine Anziehung durch die Miseria, durch den der Miser ist, elendiglich ist. Es gibt eine Affinität, es gibt eine unglaubliche Anziehungskraft. Das drückt dieses Wort Misericordia aus. Was sie in sich schließt, das sich hingezogen fühlen des Herzens, Cor, zu der Not, der Miseria eines anderen. Wenn fremdes Elend einem bis ans Innerste, ans Herz geht und es im Mitleiden zusammenzieht, sodass es sich unwiderstehlich zum Helfen gedrängt fühlt, nennt man das Misericordia, Barmherzigkeit. Augustinus ist der Erste, der das so klar formuliert hat, diese Affinität. Es gibt eine, das ist sozusagen geladen wie Magnete. Es gibt ein Chor, ein Herz und es gibt eine Not und dann passiert etwas. Es zieht sich an und dann entsteht das, was Misericordia bedeutet. Und das hebräische Rachamim für Erbarmen, Misericordia, das sitzt genau hier. Das ist sozusagen wir haben oft dieses Wort, das ganz unterschiedlich übersetzt wird. Im Benediktus kommt das auch vor, ja, durch das mitfühlende Herz, singen wir hier in unserem, durch die erbarmende Liebe unseres Gottes. Das ist die Rahamim, das ist sozusagen der Mutterschoß, die Gebärmutter ist das eigentlich. Das ist das, was dem Kind, dem entstehenden Kind Schutz gibt und sozusagen heranwachsen lässt. Das ist etwas sehr Wichtiges, ein sehr wichtiger Gedanke. Ein überpersönlicher Psalm. Ein anderer Gedanke von Augustinus. Ganz am Beginn seiner Psalmenerklärungen, also zu diesem Psalm, sagt Augustinus, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, schaut, wer dieser David ist. Als einer schien er zu flehen, aber seht hier unser Bild und den Typos der Kirche, den Typos der Ekklesia. Und Theodor Reeth, ein Kirchenvater ungefähr zur gleichen Zeit wie Augustinus, sagt, David verfasste diesen Psalm, damit er die eigenen Wunden heile und ein geeignetes Heilmittel bereitstelle für sein Volk, ja für uns alle. Welcher Heilkur wir als Verwundete auch immer bedürfen. Ich will darauf in Kürze zurückkommen. Ich will nur noch, nachdem wir diese Barmherzigkeit und dieser Wunsch, der diesen Psalm eigentlich hervorbringt, rein zu werden, heil zu werden, wieder ins Lot zu kommen. Wer bin ich vor Gott? Wie stehe ich vor Gott? Wie beginne ich mit Gott den Tag neu? Das ist die Frage. Und darauf antwortet unser Psalm. Wir haben in 15 Versen, ich lasse einmal die letzten beiden weg und natürlich auch die Überschrift, haben wir 18 Appellationen. Das geht im Grunde genommen, das hört überhaupt nicht auf. Ja? Wenn man sich dieses Staccato einmal anschaut von Appellationen, von Wünschen, von Hilferufen an Gott. Erbarme dich. Sei mir gnädig, tilge aus, wasche ab, mach mich rein, besprenge mich, wasche mich. Lass mich hören, wende ab, tilge aus, erschaffe.
gib hinein, verzeih mir. Also auch das kann man markieren. 18 Appellationen, die aufeinander folgen. Das hört überhaupt nicht auf. Das heißt, dieser Motor dieses Psalms sind ganz positive Wünsche an Gott. Ihr, die ihr den Herrn erinnern sollt, lesen wir bei Jesaja, gönnt ihm keine Ruhe. Sozusagen, David kann Gott keine Ruhe lassen, auch nicht in seinem berechtigten Zorn und in seinem Gericht, bis er Gnade gefunden hat. Eins nach dem anderen. Ein einziger Hilfeschrei nach Heilung. Und genau diese Heilung, die eben bei dem Kirchenvater aus dem 5. Jahrhundert schon angeklungen ist, Theodor Reeth, die hat, ich finde, auch ein sehr wichtig verbindendes Scharnier zwischen Ost- und Westkirche. Wenn wir diesen großen Bußkanon des Andreas von Kreta aus dem 7. Jahrhundert anschauen, dann geht ja sozusagen die ganze Heilsgeschichte durch. Und in der, ich glaube, es ist die siebte. Ja, es gibt die siebte Ode in diesem Bußkanon. Die Ostkirche singt ihn ja mehrfach in der Fastenzeit. Das dauert dann stundenlang. Ich kann immer nur empfehlen, obwohl man das ein bisschen schwer findet, weil es in der Regel russische Überschriften hat, zu schauen, wie zum Beispiel der, also wenn man das auf Deutsch oder Englisch eingibt, kommen auch zu amerikanischen Aufnahmen. Das ist irgendwie nicht so schön. Das Schöne ist, wenn man sieht, wie der Moskauer Patriarch diesen Kanon singen muss mit einer Kerze. Die Hand sieht anschließend aus wie eine Tropfsteinhöhle, weil das dauert schon ein paar Stunden, bis man den ganz durch hat. Und der muss sich immer dann noch zum Boden werfen und so. Sehr eindrucksvoll. Sehr, sehr eindrucksvoll. Und der Text ist großartig. Ich habe ja immer wieder auch daraus zitiert. In dieser siebten Ode heißt es, David hat zweifach gesündigt, er der Vorfahre des Herrn. Er ließ sich von der Neigung der Begierde hinreißen und machte anschließend Gebrauch vom Schwert des Mörders. So trägst auch du schwer an der Last deiner Leidenschaften. Einst beging David Sünde über Sünde, er brach die Ehe und mordete noch dazu. Sofort aber büßte er doppelt. Wenn du ohne Reue bist vor Gott, ist deine Lage schlimmer als seine. David hat seine Reue in einem Psalm ausgedrückt und öffentlich seine Taten bekannt. Gott des Alls, hab Erbarmen mit mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. In deiner Güte reinige mich. Und dann am Ende dieser Ode heißt es, flehe ohne Unterlass zu unserem mitfühlenden Gott, damit er uns aus jeder Gefahr errette. Da ist wieder dieses Rahamim, ja, das Mitfühlen Gottes. Er kann sich hineinversetzen. Wir werden beim nächsten Mal noch einmal tiefer den Psalm ausleuchten, was das bedeutet, zu wem beten wir als Christen diesen Psalm. Das spielt dann Ostern gerade im Durchgang durch die Passion eine große Rolle. Zu Gott, zu Christus. Ich will nochmal etwas grundsätzlich zum Psalmengebet sagen. Aber diesen Gedanken der Heilung, der von Theodor Reeth, das ist auch ein östlicher Kirchenvater, von Andreas von Kreta dann 200-300 Jahre später aufgegriffen wird, hat auch ein großer westlicher Kirchenvater, nämlich Gregor der Große, ausgeführt. Und fast bis in die Wortwahl gleich. Und es ist einem geradezu weh ums Herz, wenn man das liest, wie nah sich hier Ost und West noch waren. Wo es dann, wer kennt heute im Westen den Bußkanon des Andreas von Kreta? Leider Gottes fast niemand. Ja, in der Westkirche beten wir den noch nicht. Ja. Es gibt so auserwählte Menschen, die das kennen. Aber normalerweise ist der Text uns leider vollkommen unbekannt. Schade. Es ist ein ganz großes Geschenk an die Kirche, solche Texte von Heiligen. Zumindest in dieser Zeit noch in seiner Auslegung der Bußpsalmen Gregor der Große. O möchtest du, Herr Jesu, so schreibt er, aus Barmherzigkeit bewogen, dich würdigen, mir zu nahen? Denn während ich von Jerusalem nach Jericho hinabging, nämlich während ich vom Höchsten ins Tiefste, aus der Gegend der Belebung ins Land der Schwachheit herabfiel, geriet ich unter die Engel der Finsternis, welche mir nicht allein das Kleid der geistigen Gnade genommen, sondern mich auch mit zugefügten Wunden halb elend, halb lebend
liegen gelassen haben. O, möchtest du doch die Wunden meiner Sünden mit Verleihung zuversichtlicher Hoffnung der Wiedererlangung des Heils verbinden, auf dass sie nicht, wenn sie an der Heilung verzweifeln müssten, wieder mich noch ärger wüten. Möchtest du doch das Öl der Nachlassung bei mir gebrauchen und den Wein der Zerknirschung eingießen? Setztest du mich dann auf dein Lasttier, so richtest du den Hilflosen von der Erde, den Armen vom Miste in die Höhe. Denn du bist es, der du unserer Sünden wegen gelitten, der du das für uns bezahlt hast, was du nicht geraubt hattest. Führst du mich in die Herberge deiner Kirche, so wirst du mich mit der Erquickung deines Leibes und Blutes speisen. Trägst du für mich Sorge, so übertrete ich weder deine Gebote, noch falle ich der Wut zähneknirschender wilder Tiere anheim. Denn solange ich dieses verwesliche Fleisch herumtrage, bedarf ich deiner Obhut. Höre also, o Samaritan, dem Beraubten und Verwundeten, Weinenden und Seufzenden, Hilferufenden und Schreienden, erbarme dich meiner, o Gott, nach deiner großen Barmherzigkeit. In der Auslegung dieses Psalms ist das für heute, wenn wir diesen lateinischen Kirchenvater, wie wir sagen, hören, er nimmt ganz sozusagen die ganze östliche Theologie auf, die Auslegung eines Origenes über das Gleichnis des barmherzigen Samariter, die Herberge, in die der gebracht wird, der Samariter ist Christus und die Herberge ist die Kirche. Ja, und die Verbindungsmittel, die Mullbinden, und das sind die Sakramente der Kirche. Das ist Origenes. Bei Ambrosius klingt das dann nochmal an, der ja viel von der Origenes übernimmt. Aber auch diese ganze Heilung, und er setzt den Menschen in die Situation, wenn wir am Beginn gefragt haben, nicht nur wie beginnt Gottesdienst, sondern was geht mich dieser Psalm an? Dann gibt er in seiner Auslegung sehr schön die Antwort. Ich bin ein Beraubter, ein Verwundeter, ein Weinender, ein Seufzender, ein Hilferufender und Schreiender. Wenn ich jeden Morgen bete, erbarme dich mein, o Gott, nach deiner großen Barmherzigkeit. Danke für heute, und beim nächsten Mal tun wir dann den zweiten großen Schritt mit Psalm 51.